Yoga Nidra, Shavayatra. 63 Punkte Entspannung. Du liegst auf deinem Rücken, die Füße liegen hüftbreit auseinander, die Zehen fallen locker nach außen. Deine Arme liegen mit einem Abstand vom Körper weg, die Handflächen schauen nach oben. Achte nun auf deine Atmung. Atme nun noch einmal dreimal tief in deinen Körper ein und wieder aus. Und mit jedem Ausatmen lässt du noch mehr los. Wenn du nun dreimal tief ein- und ausgeatmet hast, dann atme gleichmäßig weiter. Eine ruhige, gleichmäßige Atmung. Spüre, wie dein Atem kommt und geht. Kommt und geht. Spüre in deinem Körper eine Stelle, wo du deinen Atem ganz besonders spüren kannst. Vielleicht an der Nasenspitze, vielleicht in deinem Hals, vielleicht in deiner Körpermitte, die sich hebt und senkt. Finde diese eine Stelle und konzentriere dich auf diese Stelle ein- und ausatmen. Die Gedanken, sie kommen und sie gehen. Vielleicht stellst du dir einen Vogelschwarm vor. Du beobachtest diesen Vogelschwarm und dann verschwindet er am Horizont und nimmt deine Gedanken mit. Ich benenne nun nacheinander verschiedene Stellen an deinem Körper. Verfolge mit deinen Gedanken diese Stellen, die Mitte deiner Augenbrauen, deine Kehle, rechte Schulter, rechter Ellenbogen, rechtes Handgelenk, die Spitze deines rechten Daumens, die Spitze deines Zeigefingers, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handgelenk, Ellenbogen, Schulter, Kehle, linke Schulter, linker Ellenbogen, Handgelenk, Daumenspitze, Zeigefingerspitze, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, Handgelenk, Ellenbogen, Schulter, Kehle. Komme zur Mitte deiner Brust, Bereich deines Herzens, rechte Seite der Brust, Mitte der Brust,
linke Seite der Brust, Mitte der Brust, zwei Finger breit über dem Bauchnabel auf Höhe deiner Wirbelsäule. Kreuzbein, unteres Ende der Wirbelsäule, rechte Hüfte, rechtes Knie, Fußgelenk, Fußsohle, Fußrücken, großer Zeh, zweiter, dritter, vierter, kleiner Zeh, Fußgelenk, Knie, Hüfte, unteres Ende der Wirbelsäule, linke Hüfte, linkes Knie, Fußgelenk, Fußsohle, Fußrücken, großer Zeh, zweiter, dritter, vierter, kleiner Zeh, Fußgelenk, Knie, linke Hüfte, unteres Ende der Wirbelsäule, Kreuzbein, zwei Finger breit über dem Bauchnabel, die Mitte deiner Brust, Kehle, der Bereich zwischen deinen Augenbrauen, der Bereich über deinem Scheitel. Erinnere dich nun an all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, und spüre deinen Körper an all diesen Punkten. Stelle dir vor, du kannst durch all diese Punkte ein- und ausatmen. Und dann verlasse all diese Punkte wieder, konzentriere dich nochmal auf deinen Atem. Der Atem kommt und geht. Ganz natürlich fließt er, ohne dass du ihn beeinflussen willst. Spüre die Ruhe, die sich jetzt in dir ausgebreitet hat. Spüre das Gefühl, wie es sich anfühlt jetzt, wie dein Körper ganz ruhig auf der Unterlage aufliegen darf. Tiefe Ruhe breitet sich in dir aus. Und dann komme jetzt wieder zurück in den Raum, in dem du dich gerade befindest. Spüre, wie dein Körper auf der Unterlage aufliegt. Spüre die Berührungspunkte mit der Unterlage. Und dann atme tief ein
und bewege deine Zehen. Bewege deine Finger. Bewege deine Beine und Arme. Recke und strecke dich. Wenn du magst, dann kannst du gähnen. Und dann atme nochmal tief ein. Und mit dem nächsten Ausatmen kannst du wieder deine Augen öffnen. Und du bist wieder hier. Ganz frisch und munter und glücklich im Hier und im Jetzt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Namaste.